So, wie schafft man da den Übergang? Uli, es ist nicht einfach, oftmals hierher zu kommen, zu singen und gleichzeitig zu predigen. Ja, vieles, worüber wir nachdenken müssten, vieles zu koordinieren. Aber ich versuche trotzdem, die Brücke zu schaffen. Nochmal, ich bin dankbar, mitten unter euch zu sein. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich auch vorzubereiten und auch mit dem Wort auseinander sich zu setzen. Ich muss vorab sagen, die Stelle, die ich heute auch mitgebracht habe, ist eine Stelle, die wir, wo wir gerade auch mit dem Hauskreis mit drin sind. Wir machen jetzt schon seit 10 Jahren in Kirchberg mit dem Hauskreis ein Buch durch das andere durch, Vers für Vers, und wir sind gerade im Timotheus Kapitel 2. Und das hat sich auch angeboten, und wo wir den Timotheusbrief auch miteinander durchgenommen haben, wir sind gerade bei den letzten Versen vom Timotheusbrief, habe ich gemerkt, wie aktuell dieser heutzutage ist, wie aktuell und wie er in die Situation heute ganz deutlich hineinspricht. Und ich hoffe, dass wir dieses auch heute verstehen können. Ich habe meine Predigt Aufrüstungskampagne genannt, weil es auch ein bisschen passte von der Stelle her. Aber wir sehen in den Geschehnissen der Welt, was heute um uns herum passiert, nicht wahr? Rüstungsausgaben 2022 auf neuem Rekord hoch. Angesichts des Krieges in Russland, in der Ukraine, sind die globalen Ausgaben für Rüstungsgüter und die Aufrüstung des Militärs auf den Rekordwert von $2,24 Billionen gestiegen. Das geht aus den Daten und Schätzungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Die USA hat jetzt vor ein paar Tagen Israel genehmigen lassen den Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3. Habt ihr davon gehört? Und die Bundesrepublik freut sich, dass Europa jetzt sicherer wird. Nach dem NATO-Gipfel fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius den Etat der Bundeswehr im nächsten Jahr um mindestens 10 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Deutschen werden sogar gern 11,5 Millionen Euro mehr für Ausrüstung zahlen. Die Welt rüstet auf. Weltfrieden, Sicherheit ist in aller Munde. Die Länder bangen um ihr Frieden im eigenen Land und bereiten sich auf das Schlimmste vor. Ich bin heute hier, nicht um über Politik oder globale Unruhen zu sprechen oder darüber, wie Gläubige und Christen angesichts der Geschehnisse sich verhalten sollen. Gott gebe uns allen Gnade und Weisheit. Nein, ich will heute über einen anderen Kampf und anderen Krieg sprechen, von dem Paulus im Epheserbrief Kapitel 6 spricht. Und bevor ich diese Stelle lese, würde ich noch gerne mit euch beten. Himmlischer Vater, danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und uns ausrüsten lassen können. Danke dir, dass wir auch mit Erwartung vor dein Thron kommen dürfen. Wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du zu meinem Herzen redest und zu jedem, der hier ist. Wir bitten dich, zeige du uns, erweise du uns, Gott, deine Gnade. Lass du uns deine Schrift verstehen. Lass du uns dein heiliges Wort verstehen. Und bitte dich, dass du gnädig bist und durch mich redest. Amen. Im Übrigen, meine Brüder, schreibt er im Kapitel 6, Verse 11 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels.
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr die feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Es ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Paulus erinnert Timotheus in seinem Brief in 2. Timotheus 2, Verse 3 bis 4. Du nun erdulde die Widrigkeit als ein guter Streiter, als ein Soldat Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tust, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Gott stellt uns in den Dienst und rüstet uns mit all dem, was wir benötigen, für unseren Kampf aus. Die einzige offensive Werkzeug aus der Waffenrüstung ist das Schwert. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 sagt uns, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Um sich mit unserer Zurüstung zu befassen, möchte ich mit euch eine Stelle aus 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 14 und bis Kapitel 4, Vers 8 anschauen. Der Hintergrund von dem 2. Timotheusbrief ist dieser. Paulus ist in Rom in der Gefangenschaft und spürt, dass er bald sterben wird. Er schreibt seinen geistlichen Sohn, dem Timotheus, den zweiten Brief und erinnert ihn daran, dass die Hoffnung in Jesus Christus ist. Timotheus war eingesetzt worden, um einige Gemeinden zu betreuen, diesen vorzustehen und Älteste einzusetzen. Paulus ermutigt Timotheus mit Mut, Ausharren und Treue in dem Dienst und Kampf gegen die Irrlehre. Paulus hatte es ganz deutlich gemacht, dass die Gemeinde zugerüstet werden soll zu guten Werken. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14, ich lese. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Als erstes und das allerwichtigste Aufrüstung zum geistlichen Kampf liegt darin, dass du und ich das Wort Gottes, die Heilige Schrift, sein eingehauchtes Wort, das Leben bringende Wort, hören, studieren, darüber nachsinnen, sich geistlich davon nähren, mit diesem Ringen nach der Wahrheit suchen. Denn in diesem Wort ist die Kraft. Das Schwert
muss dem Sinn entsprechend angewandt werden. Hört mal, was er im Vers 15 sagt. Und weil du von Kindheit die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die heiligen Schriften zeugen von der Errettung in Jesus Christus. Und je mehr wir in den Schriften sind, desto mehr erkennen wir Christus, den Gesalbten, Messias, den Gott, der Vater gesandt hat, um die Menschheit zu retten. Schaut doch mal, was er im Vers 16 und 17 sagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wenn ihr die Bibeln habt, folgt nach. Ich weiß nicht, ob ihr das projizieren könnt. Und es ist gut, dass wir die Schrift tatsächlich auch prüfen. Dass das, was hier vorne gesagt wird, dass wir unsere Bibel, unsere Schwerter alle dabei haben und nachverfolgen können. Tatsächlich, der Kostja sagt es, tatsächlich steht es hier. Weil sonst kann ich egal was sagen, vielleicht habe ich eine falsche Übersetzung. Das Schwert ist wichtig. Und das möchte ich, dass es auch wichtig, auch richtig rüberkommt. Er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerichtet. Es ist das Gottes, Gott eingeatmete Wort. Es ist das Gott inspirierte Wort. Wir können uns nicht erlauben, irgendwelche Interpretationen. Nein, Gott hat einen Sinn hinter jedem Wort, das er geschrieben hat. Die Frage ist, verstehe ich und verstehst du diesen Sinn? Der Autor der Schrift ist Gott. Deswegen kann ich, wenn ich mich vorbereite, nicht leichtfertig damit umgehen. Damit ringen. Ich muss es verstehen. Ich muss in die Syntax gehen. Ich muss ins Griechische gehen, ins Hebräische. Ich muss die Worte verstehen, weil der Sinn wichtig ist. Wie wichtig ist dieser Sinn? Davon hängt unser Glauben ab. Schaut mal, was er hier sagt. Alle Schrift ist nützlich zur Belehrung. Lehre. Wieso ist die Lehre so wichtig? Ohne Lehre kein Glauben, ohne Glauben keine Errettung. Der Inhalt der Lehre ist essentiell für das, was wir glauben, weil wir aus dem Glauben leben. In Römer Kapitel 10, Vers 17 sagt Paulus folgende Worte: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das heißt, die Verkündigung sollte auf Gottes Wort stehen, weil nur dieses die wirksame Waffe im Kampf ist. Jeder Älteste und Prediger der Gemeinde sollte in der Lehre gewandt sein, um die Gemeinde zu schützen. Wenn die Lehre schwach ist, und was ich damit meine ist, wenn die Verkündigung wenig von dem Wort Gottes beinhaltet, sind wir als Gemeinde anfechtbar für Irrlehre. Was ist Irrlehre? Es ist eine Lehre, die biblische Wahrheiten verdreht oder zusätzliche Gedanken, die nicht in der Bibel zu finden sind, beinhaltet. Dieser sollten die Ältesten resolut mit dem geistlichen Schwert entgegentreten. Dazu ist die Lehre da. Wenn dies nicht geschieht, kommt Verwirrung in die Gemeinde. Dann werden Nebensächlichkeiten zu dem Wichtigsten. Und das Wichtigste, Christus, wird zur Nebensache. Alle Schrift ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung. Die Heilige Schrift überführt unsere sündhaften Herzen. Auch meins. Diese Konfrontation mit der Wahrheit aus dem Gott
inspirierter Schrift ist wichtig für die Heiligung und Absonderung seiner Gemeinde. Die Gemeinde, die hier als Auditorium im Blick steht, benötigt die Korrektur durch die Autorität der Bibel. Ich und du benötigen eine Justierung, eine Ausrichtung, besonders wo Versagen, Fehler und Sünde vorliegen. Zur Erinnerung, wir stehen im Kampf und müssen täglich zugerüstet werden. Alle Schrift ist nützlich zur Erziehung in Gerechtigkeit, sagt Paulus. Gottes Wort ist auch dafür da, uns nach Gottes Prinzipien zu erziehen und unseren Charakter nach seinem Willen zu formen. Gott gibt uns die Heilige Schrift, um uns wissen zu lassen. Gott gibt uns die Heilige Schrift, um zu wissen, ausgerichtet und erzogen zu sein, damit wir Täter der guten Werke werden. Später in Kapitel 4 lese ich weiter. Daher bezeuge ich dir ernstlich, dem Timotheus, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, und seiner Erscheinung und seines Reiches, seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadele, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern. In allen Dingen erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, sagt Paulus, denn den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Nochmal, Anfang dieser Stelle, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Toten richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Paulus drängt Timotheus vor dem Angesicht Gottes, vor Gott und des Herrn Jesus Christus, dass er das aufgetragene Wort der Gemeinde bringen soll. Was hier deutlich von Paulus ausformuliert ist, dass Jesus Gott ist. Und ich erkläre, zwischen Angesicht Gottes, das sehen wir in den deutschen Übersetzungen oft nicht, aber zwischen Gott und Herrn Jesus Christus steht kein separates Fürwort. Dies verbindet sprachlich das Angesicht Gottes mit Jesus Christus. Und zum anderen ist das Richten der Lebenden und Toten im Alten Testament ausschließlich Jahwe vorbehalten. Jesus ist Gott und wird wiederkommen, aber nicht als Retter, sondern als Richter. Und Paulus beauftragt Timotheus mit allem Nachdruck an die zweite Erscheinung und an das Reich Jesu zu denken, wenn er das Wort verkündigt. Wenn wir die Geschehnisse der heutigen Zeit beobachten, dann wissen wir, dass das Ende sehr nahe ist. Sogar die Welt denkt dieses, dass alles dem Ende entgegengeht. Im Hinblick
auf seine Erscheinung und sein Reich soll die Predigt verkündigt werden. Dies möchte ich auch den Ältesten dieser Gemeinde ans Herz legen. Bei der Verkündigung sich bewusst zu machen, dass dies ein heiliger Moment von Gott ist und dass durch jeden Ausruf der Wahrheit Gottes Jesu Gemeinde gebaut, zugerüstet und vorbereitet wird, auf das Kommen des Herrn auszuharren bis zum Ende. Und den Glauben zu bewahren. Der erste Punkt, predige das Wort in der Gemeinde. Vers 2 sagt uns, verkündige das Wort. Hier geht es nicht um evangelistische Verkündigung auf dem Marktplatz von Osthofen. Was ja auch wichtig ist. Es geht um die Verkündigung in der Gemeinde des Herrn, den gläubigen Geschwistern in Christus. Woher habe ich das? Wir sehen es in Vers 3. Könnt ihr es euch anschauen, dass es Christen sind, die von der gesunden Lehre sich abwenden. Das heißt, die haben die gesunde Lehre vorher gehabt. Und vor allem in unseren Tagen gibt es immer mehr Menschen, die den Wert der Predigt als solches in dem Gottesdienst mindern. Dies sehen wir heute mehr denn je. Das Resultat davon ist, dass wir heute viel schwache Predigten haben, wo das Wort Gottes als Sprungbrett benutzt wird, um über Themen zu sprechen, wonach die Ohren jucken. Man spricht nicht mehr über die Belehrung des Wortes Gottes oder über eine Predigt, sondern benennt dieses als Teilen von Gedanken, Impulsen, Eindrücken, doch nicht als Verkündigung des Wortes Gottes. Man sagt, lasst uns die Predigt mit etwas up-to-date austauschen. Unsere Gottesdienste werden mit Dialogen, Interviews, Diskussionen gefüllt. Anstatt, dass die wortbasierende Predigt unsere Zusammenkünfte bestimmt. Man versucht heute Drama, Schauspiel, Tanz, Filmclips im Gottesdienst, die Inhalte zu schmücken. Man sagt, lasst uns davon wegkommen, dass ein Mensch zur passiven Gemeinde redet und diese belehrt. Man lehnt sich heute stark gegen die Anordnungen der Schrift in den Gemeinden auf, um den Gottesdienst zu modernisieren. Lasst uns diese Stelle aus Timotheus 2 eine Warnung sein. Um den Kampf zu führen, predigt das Wort in der Gemeinde. Dieses ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt finden wir auch im Vers 2. Kündige die Botschaft des Herrn als Sprachrohr Gottes an. Und ich erkläre. Hier steht, verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das Wort verkündige hat im Urtext die Bedeutung, dass wir in dem Mittelalter von einem Gesandten des Königs als Ankündigung beschreiben können. Der Gesandte überbrachte die Beschlüsse des Königs. Diese Rolle sollte der Timotheus annehmen. Er war im Auftrag des Herrn in der Gemeinde und sollte die Wahrheiten der Heiligen Schrift ankündigen. Hier gibt es keine Freiheit für Diskussionen oder Debatten. Nein, es ist ein Ankündigen, ein Proklamieren. Hört, hört, dies ist das Wort des Herrn. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiden, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unaus
forschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Dies sollte das Ziel und Inhalt der Predigt für die Gemeinden sein. Den unausforschlichen Reichtum des Christus zu predigen. In Vers 5 in Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 4 spornt er Timotheus an, tue das Werk eines Evangelisten. Auch die Lehrer der heutigen Gemeinden sollten die Botschaft Gottes zu gelegener oder ungelegener Zeit für die Botschaft Gottes zu gelegener oder ungelegener Zeit eintreten. Paulus, sein Appell ist, predige das Evangelium. Denke daran, dass die Botschaft notwendig ist für den Glauben der Errettung. Und das Kommen des Herrn Jesus als Richter ist nahe und bevorstehend. Paulus sagt, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Überführe. Nenne Sünde beim Namen, dass die Umkehr möglich ist. Tadle, strenge Worte, die es klar machen, dass es ernst ist. Dieses Wort beinhaltet starke Missbilligung. Ermahne. Wir kennen Ermahnung als nur den richtenden, erhobenen Finger, der uns ein schlechtes Gewissen machen soll. Dabei spricht der Urtext in der Bibel hier von einem Unterstützen, liebevollem Ermutigen. Es ist das Bild, das habe ich, glaube ich, hier letztes Mal schon erwähnt, wenn eine Mauer droht einzustürzen und wir versuchen, diese zu stützen und wieder in den Ursprung zu bringen. Versteht ihr? Mit aller Langmut. Dies bedeutet auch aus dem Originaltext eine emotionale Ruhe im Angesicht eines Sturms. Das Überführen, Tadeln und Ermahnen sollte immer wieder mit Geduld und Ruhe geschehen. Die Gemeinde braucht die gesunde geistliche Nahrung der Heiligen Schrift und es schmeckt uns meistens nicht, wenn uns unser Herz mit der Wahrheit konfrontiert wird und unser Gewissen aktiv wird, uns selbst anzuklagen. Es schmeckt uns nicht, wenn wir das Wort Gottes uns darauf hinweist, dass es Eigenschaften gibt, die nicht zu einem Kind des Herrn gehören und wir umkehren müssen. Es gefällt uns nicht, herausgefordert zu werden mit dem hohen Anspruch der Bibel. Und wir dabei herausfinden, dass wir in totaler Abhängigkeit von der Gnade Gottes sind. Aber die Heilige Schrift ist das Notwendigste für unsere Seelen, für unsere Beziehung zum himmlischen Vater und unseren Nächsten. Der Wolfgang Wegert hatte dieses in seiner Predigt so beschrieben, dass er als kleines Kind das Gemüse, und da kann ich auch mitsprechen, das Gemüse am Tisch der Mutter und der Eltern nicht gemocht hat. Es hat ihm nicht geschmeckt. Kinder, schmeckt euch Gemüse? Besonders wenn es angedunstet ist? Nein. Gemüse. Erst später kommen wir auf den Geschmack. Ja? Aber das Gemüse ist notwendig. Das Gemüse ist das, was der Körper braucht. Vitamine, um gesund zu bleiben, richtig? Und das ist mit der harten Speise der Schrift oftmals genauso. Genau das, was wir benötigen, schmeckt uns oft nicht. Weil es für die Gesundheit unseres geistlichen Wesens notwendig ist. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach
ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. In dieser Zeit ist diese Zeit schon da, wo die Gläubige in YouTube sich das aussuchen, wonach ihnen die Ohren jucken. Nach Lust und Laune Lehrer suchen, die ihren Vorstellungen entsprechen. Wo man die eigenen Lehrer in der lokalen Gemeinde missbilligt. Wenden wir uns von der biblischen Wahrheit ab. Sind bereit, die Trends dieser Zeit nachzurennen, den Trends dieser Zeit nachzurennen. Suchen nach dem Höheren und Besseren ohne Christus dabei zu finden. Wenden wir uns den Mythos zu. In Vers 3 spricht Paulus von einer gesunden Lehre. Das griechische Wort ist das Wort, von dem wir in unserer Sprache das Wort Hygiene haben. Gesunde Lehre reinigt, ist in sich selbst sauber. Diese reinigende und saubere Botschaft wird nicht mehr ertragen. Um dieser Entwicklung in der heutigen Zeit entgegenzuwirken, müssen wir als die Gemeinde des Herrn aufrüsten. Zurück zur Schrift. Back to the roots, wie ich das vor ein paar Jahren hier gepredigt habe. Der Inhalt der Botschaft sollte immer das Evangelium in einer Form oder anderer beinhalten. Es soll der ganze Ratschluss gepredigt werden, wie Paulus es in der Gemeinde Ephesus getan hat, wie wir es in Apostelgeschichte 20, 27 und 28 lesen. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Es soll gesunde Lehre vorhanden sein, dass das gesunde Miteinander möglich ist. Lehre, die mit Gott inspiriertem Wort getränkt ist, dass wir aus Überzeugung Gutes zur Ehre Gottes tun können und nicht aus Pflicht. Um den Kampf zu führen, kündige die Botschaft des Herrn als Sprachrohr Gottes an. Das war mein zweiter Punkt. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, sagt er zum Timotheus, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Um im Angesicht Gottes die Botschaft zu bringen, sagt Paulus, müssen folgende Eigenschaften vorhanden sein. Und dies ist mein dritter Punkt, Eigenschaften eines Verkündigers der Gemeinde. Nüchtern. Nüchtern ist der Gegensatz von betrunken, vom Alkohol berauscht sein. Im geistlichen Sinne bedeutet es klar denkend, rational, logisch. Jemand, der die Gedanken unter Kontrolle hat, sich nicht benebeln lässt, nüchtern in allen Dingen, nicht nur im Hinblick auf die Lehre. Standhaft erdulde die Widrigkeiten, sagt er dem Timotheus. Es wird Gegenwind kommen, ja sogar Verfolgung. Paulus hat es an seinem eigenen Leib erfahren. Und wenn wir die Gemeinde heute beobachten, dann wissen wir, wie stark die Gemeinde bedrängt und verfolgt wird. Und diese, die hinter der Lehre auch stehen. Ausgerichtet, der Verkündiger soll immer die Berufung des Herrn für den Dienst im Blick haben, für seine Berufung vor dem Herrn im Blick haben.
Und diese ist deutlich im Vers 5, dass der Prediger ein Evangelist ist, Überbringer der guten Botschaft. Und es gibt keine Ruhe, bis diese Aufgabe vollendet ist. Der Verkündiger soll also nüchtern, standhaft und ausgerichtet, resolut sein. Am Ende seines Briefes an Timotheus grüßt Paulus persönlich die Gemeinde. So bis zu dem Zeitpunkt schreibt er den zweiten Timotheusbrief nur an Timotheus. Und am Ende grüßt er die Gemeinde, euch. Daraus schließen wir, dass die Lehre aus dem heutigen Text nicht nur für Älteste oder Prediger ist und in der Gemeinde ist und in der Gemeinde gelehrt und gelesen wurde. Wir als Gemeinde sollten offene Herzen haben und erkennen, dass für unseren Kampf wir die gesunde Lehre benötigen und dieser nachjagen. Kämpfst du den guten Kampf? Kämpfst du den guten Kampf des Glaubens? Wirst du den Glauben bis zum Ende bewahren? Wir alle sollen zugerüstet werden für den Kampf und ausgerichtet sein auf das Wiedersehen mit unserem Herrn Jesus Christus. Und dafür muss das Heilige Wort in unserer Mitte und in unserem Herzen sein. Möge Gott uns das geben. Gott segne euch. Amen. Ich möchte noch ein Gebet singen. Die Worte sprechen für sich selbst. Wir stehen vor dir und zu hören nun auf dein heiliges Wort. Pflanz in uns deine Wahrheit ein. Forme du uns, Herr, in dein Bild hinein. Damit Christi Licht täglich durch uns scheint, wir ein Spiegel sind deiner Herrlichkeit. Sprich, o Herr, und erfülle in uns deinen Plan zu deiner Herrlichkeit. Lehre uns zu gehorchen, Herr, schenk uns Demut und wahre Heiligkeit. Prüfe du unser Denken, Herr, in dem Lichte deiner Vollkommenheit, dass der Glaube wächst und wir mehr verstehen, dein
deine große Macht, deine Majestät und dein Wort, das niemals vergeht, darauf wollen wir immer fest vertrauen. Lehre uns, schaff in uns einen neuen Geist, dass wir deinen Plan für uns sehen, Herr. Deine Wahrheit steht fest und bleibt von Beginn der Zeit bis in Ewigkeit. Deine Gnade, Herr, können wir vertrauen, nur auf dich allein unseren Glauben bauen. Sprich, o Herr, bis die Zeit erfüllt und du kommst in deine Herrlichkeit. Sprich, o Herr, bis die Zeit erfüllt und du kommst in deine Herrlichkeit.